Hallo Nachbarn, ein pudelnasser Flachwasserkrauler, Zitat der Bild, namens Kupala war bei Markus Lanz. Müssen wir uns unbedingt anschauen. Viel Spaß dabei. Das Opfer einer wirklich sehr, sehr fiesen Wespenattacke, nämlich Tino Kupala, war bei Markus Lanz zu Gast. Ich habe unter Schwindel geleidet. Was noch bereits vor der Sendung klar war, wird die AfD nicht eingeladen, dann wird gejammert. Wird die AfD eingeladen und argumentativ gestellt, wird auch gejammert, ist ja klar. Also eigentlich möchte die AfD zu Talkshows eingeladen werden, in der vorher die Fragen besprochen werden und klar sind. Und darüber hinaus möchte die AfD natürlich ausschließlich Lob kassieren, ist auch klar. Insbesondere der hoch angesehene Historiker Wolfsohn zeigte Kupala seine Grenzen auf, seine intellektuellen Grenzen. Und das ist ja nicht wirklich schwierig, wie wir bereits wissen. Sie reden im Jahre 2019 von israelischer Besatzung. Der Gazastreifen ist seit 2005 nicht israelisch besetzt. Also wenn die solche allgemeinen Floskeln hinein... Ich habe doch nicht vom Gazastreifen gesprochen. Aber Sie reden von besetzten Gebieten. Und der Gazastreifen ist freiwillig 2005 von Israel geräumt worden. Ich rede gar nicht jetzt mal über die ideologischen Positionen, sondern die fachlichen Positionen, die Unbeholfenheit der Analyse, die Unbeholfenheit der Sprache. Sie können uns nicht. Insgesamt ging es in der gesamten Talkrunde eigentlich darum, zu fragen, Herr Kupala und liebe AfD, welche Lösungsansätze habt ihr denn eigentlich? Lösungsansätze kamen natürlich absolut zero. Es gab ausschließlich Populismus, um ein bisschen Applaus zu ernten und natürlich Whataboutism à la, sollten wir von Russland weiterhin Gas beziehen, Herr Kupala? Ja, aber die USA, die machen auch Kriege. Und wenn ich mir jetzt überlege, als deutscher Staatsbürger, unabhängig mal von meiner Familiengeschichte, möchte ich jemandem, der so inkompetent in der Wahl der Begriffe ist und damit auch die inhaltliche Unsicherheit zeigt, mein Gemeinwesen übertragen, kann ich nur sagen, nein, danke. Der Malermeister Kupala hatte natürlich dem Herrn Wolfsohn in seiner Form als Historiker intellektuell einfach überhaupt nichts entgegenzusetzen. Das heißt, Ihr Vokabular zeigt, dass Sie die Wirklichkeit intellektuell nicht erfassen. Und wenn Sie das nicht können, dann verhüte Gott, dass Sie politische Verantwortung bekommen. Nicht nur in Bezug auf den Nahen Osten, sondern auf dieses Deutschland überhaupt. Obama. Ich persönlich fand das Ende dieser Talkrunde ja besonders interessant. Die AfD möchte ja bekannterweise aus der EU raus oder diese am besten sogar abschaffen. Sie möchte auch aus der NATO austreten, wie wir wissen. Und natürlich möchte sie die USA anweisen, Deutschland sofort zu verlassen. Den nuklearen Schutzschirm, den die USA auch über Europa ausbreiten, würden Sie denn dann gerne ersetzen? Nun, Sie kennen unser Parteiprogramm, wo das klar definiert, Abzug amerikanischer Truppen und auch Abzug der amerikanischen Atomwaffen. Das ist natürlich wieder der absolute Hammer. Man bräuchte Trägersysteme, man bräuchte Raketensilos, man müsste Multimilliarden in die Entwicklung solcher Gerätschaften investieren und man bräuchte ja auch Multimilliarden für Zentrifugen, um das Uran anzureichern. Wenn diese ganzen Nuklearwaffen dann auch noch aussortiert werden würden, müsste auch noch ein Endlager gesucht werden in Deutschland. Das Thema haben wir schon seit Jahrzehnten irgendwie durch bezüglich zivil genutzter Atomkraft. Ich habe das mal grob überschlagen. Wir sprechen so über etwa 1.000 Milliarden Euro pro 10 Jahre. Hashtag Haftungsausschluss. Also ich sag mal so, Herr Kupala, für das Geld kriegt man eine ganze Menge Windräder. Und wie er das finanzieren möchte, hat er natürlich auch nicht gesagt. Warum, ist ja klar. Ich hab unter Schwindel geleidet. Und mal abgesehen davon, ein Deutschland mit Massenvernichtungswaffen wie Atomwaffen kann ich mir nach unserer Geschichte ehrlich gesagt auch überhaupt nicht vorstellen. Alexa, setze Alkohol auf meine Einkaufsliste. Aber wisst ihr was, wenn wir schon dabei sind, sollten wir uns unbedingt auch noch diesen Ausschnitt hier anschauen.
in den Schulen mehr deutsches Kulturgut einführen. Was bedeutet das eigentlich? Wir möchten mehr, dass wieder mehr deutsche Volkslieder gelehrt werden, dass deutsche Gedichte gelernt werden, dass wir auf unsere deutschen Dichter und Denker wieder mehr in den Schulen würdigen. Ich finde, wir müssen schon relativ viele Gedichte auswendig lernen. Was ist denn Ihr Lieblingsgedicht eigentlich? Deutsches Lieblingsgedicht. Mein Lieblingsgedicht ist, müsste ich jetzt mal überlegen, fällt mir jetzt gar keins ein. Nicht? Nein. Vielleicht Ihr Lieblingsdichter? Heinrich Heine. Wenige Wochen später saß er dann bei Maischberger. Nun hätte man ja erahnen können, dank seines Verstandes, dass dort eine gewisse Frage auf Herrn Koppala zukommt. Hätte, wohlbemerkt, hätte. Herr Koppala. Ja. Heinrich Heine hatte ich ja schon mal erwähnt. Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Und das, und wie geht was es wir weiter? In Deutschland, das, was wir in Deutschland gerade aktuell, wissen Sie, wie das Gedicht weitergeht? Das, was wir in Deutschland gerade aktuell erleben, zieht das ja genau darauf wissen hin. Wissen Sie, wie das Gedicht weitergeht? Ja, dann ja, natürlich weiter. Denke ich an Deutschland in der Nacht, da bin ich um den Schlaf genau. gebracht. Und dann? Ja, das ist ja jetzt nicht das Thema, wie es doch, weitergeht. Doch, das ist das Thema. Nein. Mal abgesehen davon, dass Tino Koppala dank seines unfassbaren Verstandes mal wieder vollkommen unvorbereitet in eine solche Talkshow gegangen ist, weil man hätte ja erahnen können, dass eine solche Frage kommen würde, hat er offensichtlich auch das Gedicht nicht richtig verstanden, weil er verbindet das ja offensichtlich mit etwas total Negativem. Dabei heißt es in dem Gedicht ja dann weiter: Deutschland hat ewigen Bestand. Es ist ein kerngesundes Land. Mit seinen Eichen, seinen Linden werde ich es immer wieder finden. Dieser Mann macht mich auf so vielen Ebenen müde. Und natürlich hat er sich von Heinrich Heine auch bewusst dieses Gedicht mit diesem einen Satz gemerkt, weil das natürlich absolut toll in sein Weltbild passt. Er hätte natürlich von Heinrich Heine auch einfach das folgende Gedicht vortragen können. Das hätte natürlich nicht so gut in sein Weltbild gepasst. Fatal ist mir das Lumpenpack, das, um die Herzen zu rühren, den Patriotismus trägt zur Schau mit all seinen Geschwüren. Ach, keine Ahnung warum, aber mich erinnert das direkt erst einmal an die folgende Situation. Und schaut mal, wie schockiert die Glatze da guckt. Tarek Tesfu ist mein Name vom ZDF. Wir machen eine Umfrage zum Thema Heimat. Was heißt denn Heimat für Sie? Möchten Sie nichts sagen? Okay. Zum Abschluss noch ein kurzer Blick in rechtsextreme Shoppingkanäle. Ich brauche jetzt erstmal direkt einen Schluck hexagonales Wasser, sonst komme ich nicht mehr klar. Aber bitte nur, wenn das mit möglichst viel unterschiedlich farbigen LEDs beleuchtet worden ist. Ganz wichtig. Das Besondere an dem Hydrogengerät, also es gibt verschiedene Ausführungen. Das ist jetzt so eine Hydrogenwassermaschine. Googelt gerne nach H2-Wasser, Wasserstoffwasser. Ihr werdet sehen, hexagonales Wasser macht diese Maschine ideal, um sein Immunsystem gerade bei den jetzigen Jahreszeiten einfach gut zu stärken. Musst du dir reinziehen, ne? Jetzt verkauft der Busfahrer Brauner seines Zeichens rechtsextrem auch noch Wirbelwind-Tornado-Wasser. Langzeitstudie! In gewisser Weise war Michael Wendler der Vorreiter für solche Shoppingkanäle wie bei dem Brauner hier. Bei ihm waren es halt die Kurbelradios, bei dem Schiffmann sind es die Gewürzmischungen, haben wir uns ja letztens angeschaut. Und im Kompaktmagazin gibt es ganz andere interessante Produkte. Unsere drei Helden der deutschen Geschichte. In der ersten Auflage haben wir uns entschieden für Erwin Rommel, für den alten Fritz, Friedrich den Großen und für Bismarck. Mit diesen Medaillen bekennen sie sich zur deutschen Geschichte und ehren unsere drei großen deutschen Helden. Friedrich der Große, Otto von Bismarck und Erwin Rommel. Wo findet man das heute sonst noch in Silber geprägt? Man kann dort sogar ein Weidel-Poster kaufen, hier eingeblendet. Ich habe mal die Community bei Twitter gefragt, welche alternativen Produkte sie dem Kompaktmagazin vorschlagen würde, und hier kommen meine Top 5. Die gemalte Büste von Bernadette Höckler hier mit doppelten Hitlerbärtchen. Platz 4, ein Originalstück Stacheldraht von der Wolfsschanze mit Naziblut.
Platz 3, einen pinken Trainingsanzug, kennen wir ja bereits von anderen rechten Gestalten. Platz 2, Original Kompaktmagazin Kondome. Wir wollen ja nicht, dass diese degenerierten Menschen sich auch noch verbreiten, ne? Und Platz 1, Hitlers Ananas-Plug. Ihr versteht nicht, was ich damit meine? Na, schaut mal hier. Joschnerius. Das war's leider schon wieder. Vielen Dank an die Unterstützer Siakai und besonderen Dank an Christian für 100 Euro. Ich bin wirklich absolut erstaunt. Ich habe keine Ahnung, was ich da noch zu sagen soll. Ich bin da wirklich sprachlos. Vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Da ich nicht weiß, ob ich noch einmal vor Weihnachten auf Sendung gehe, ich danke euch fürs Zuschauen. Das vergangene Jahr war wirklich sehr, sehr schön bisher. Vielleicht sehen wir uns zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal durchaus. Wir werden sehen, aber trotzdem schon mal vielen lieben Dank an euch alle. Die Community ist immer größer geworden im letzten Jahr. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Ich wünsche euch eine schöne Zeit mit eurer Familie. Genießt die Zeit mit euren Eltern, Brüdern, Schwestern. Denkt an Menschen, die leider nicht dabei sein können. Und genießt eine schöne, vielleicht auch durchaus weiße oder auch romantische Zeit. Also vielen Dank nochmal. Macht euch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das Video geschaut habt. Bis dann. Ciao.